Liebe Brüder und Schwestern, der König von Portugal hatte darum gebeten, Ignatius von Loyola oder den Papst darum gebeten, dass er Missionare nach Indien schicke, in eine portugiesische Kolonie. Und Ignatius hatte ein Team ausgewählt, aber einer aus diesem Team wurde krank. Und dieser Priester, Jesuite, der musste dann ersetzt werden. Und dann hat Ignatius von Loyola Franz Xaver ausgewählt und gesagt, das ist dein Auftrag. Und Franz Xaver ist dann mit dem Schiff über eine mühselige Reise, ich glaube 13 Monate haben die gebraucht, Afrika, Mosambik und dann hinüber nach Indien. Sehr lange Reise. Heute ist das ja kein Problem mit Flugzeugen. Und ist dann in Goa angekommen. Und dort hat er die Portugiesen, die dort schon gelebt haben, hat er unter ihnen missioniert. Auch indische Landsleute hat er missioniert. Aber manches bei der Mission war dann doch ein bisschen mühselig. Warum? Weil es Bekehrungen gab und einige oder mehrere von den Menschen gedacht haben, ich habe irgendwelche materielle oder andere Vorteile. Sie waren ein bisschen bekehrt, dann sind sie wieder zurückgefallen in ihren Glauben an die indischen Götter, die sie vorher angebetet haben. Aber Ignatius hat dort gewirkt, hat sehr viel gewirkt, hat auch große Erfolge dort gehabt. In Indien ist er dann einem oder mehreren ein paar Japanern begegnet und die sind Christ geworden. Die haben, ließen sich taufen und sie waren wirklich ergriffen von Christus und die haben ihn dann, Franz Xaver, eingeladen, nach Japan mitzukommen. Bis dahin hat es keine Verkündigung des christlichen Glaubens in Japan gegeben. Das muss man sich vorstellen. Und er ist dann mitgegangen und er hat eines verstanden. Ich muss die Sprache lernen. Ich muss lernen, wie die Leute leben, was ihrem Herzen vorgeht, was ihnen wichtig ist. Und ich darf jetzt nicht einfach ihre Kultur direkt so angreifen und so weiter. Also er hat sich sehr, sehr klein gemacht und er hat dann angefangen, den christlichen Glauben zu verkünden. Und das auch mit ziemlich großem Erfolg. Und die Menschen dort, die waren so hungrig nach Jesus Christus, nach der Wahrheit, nach dem lebendigen Gott. Und eigentlich dürfen wir das sagen, jeder Mensch, Japan, Indien, Luxemburg oder Deutschland, wo auch immer, jeder Mensch ist in der Tiefe seines Herzens hungrig nach Wahrheit, nach dem lebendigen Gott. Und er hat dort gewirkt einige Zeit und wollte dann wieder zurück nach Goa. Eigentlich wollte er nach China. Er wollte dort einreisen und dort evangelisieren. Das wurde ihm verwehrt, denn China war das verbotene Reich, das verbotene Kaiserreich. Das wäre äußerst gefährlich gewesen. Und dann bei einer Insel, die China, der Küste China vorgelagert ist, ist er dann gestorben. 46 Jahre. Ein sehr, sehr segensreiches Wirken. Und er hat viel geschrieben. Es gibt viel Korrespondenz von ihm. Und er hat an Ignatius geschrieben, hat an seine Mitbrüder geschrieben. Und aus diesen Briefen geht heraus, welch großen Hunger die Menschen haben. Und wo er sagt, wenn die in Paris, er hat ja dort studiert, wenn die in Paris an der Theologischen Fakultät wüssten, wie hungrig Kinder und Menschen sind nach dem Glauben, darauf warten, dass jemand ihnen das Evangelium verkündet, dann würden sie ihre Wissenschaft beiseite stellen und sie würden sagen, Herr, sende, hier bin ich, sende mich, wohin du willst, vielleicht sogar nach Indien. Er selbst war nicht darauf vorbereitet, nach Indien. Er war vorbereitet darauf,
Gott zu folgen, seinen Willen zu tun, sich senden zu lassen, wo Gott ihn gesandt hat. Diese Reise, seine Abfahrt aus Portugal bis nach Indien, später Japan, das war eine Reise ohne Rückfahrtticket. Er ist nie mehr zurückgekommen in seine Heimat. Das ist auch, glaube ich, wichtig zu sagen und sagt etwas aus über seinen Wunsch, Christus zu folgen bedingungslos. Heute darf ich dann noch etwas anderes anfügen. Mein Patron, mein Heiliger, ist nicht Franz von Assisi. Mein Patron wird heute gefeiert, der heilige Franz Xaver. Und ich bin nicht wenig stolz auf ihn, das darf ich euch sagen. Wie habe ich diesen Namen bekommen? Ich bin also das sechste von sieben Kindern. Und damals, zu der Zeit, da hat es einen Missionsverein gegeben. Und die Menschen waren damals sehr, sehr stark engagiert im Unterstützen der Missionare. Jedes Land hatte so viele Missionare in Afrika, in Südamerika, in Asien, auch Luxemburg damals. Und unsere Mutter, unsere Eltern haben diesen Verein unterstützt. Und das war ein Franz Xaverius Missionsverein. So habe ich dann, bin ich zu diesem Namen dann gekommen. Und ich bin sehr dankbar. Jetzt im Nachhinein, so viele Jahre später, verstehe ich, dass dieser Name schon ein guter Name ist und dass auch mit diesem Namen, mit diesem Heiligen, nicht mit dem Namen, mit dem Heiligen, Gnade verbunden sind. Als ich Theologie studiert habe, im Trierer Priesterseminar, in der Kirchengeschichte, da gab es eine Zeitepoche, die hat mich sehr, sehr begeistert. Und das war die Zeitepoche von den iroschottischen Wandermissionaren. Und mein Wunsch war immer, ein Wandermissionar zu sein. Das wollte ich immer sein, das Evangelium verkünden. Aber jahrelang habe ich einfach in den Pfarreien meinen Dienst getan als Priester und ich habe ihn auch gerne getan, ich kann das ganz, ganz ehrlich sagen. Aber dieser Wunsch, Wandermissionar zu sein, und auch nach außen zu gehen, das Evangelium, das Reich Gottes zu verkünden, der ist geblieben. Und vor Jahren, schon lange, vielleicht 10 Jahre, ich weiß nicht mehr, bin ich auf einen Text gestoßen im Kolosserbrief. Ich habe den auch mit einigen Brüdern geteilt und habe gesagt, das 4. Kapitel, da steht, betet für mich, damit Gott mir eine Tür öffnet, um das Evangelium zu verkünden. Dieses Gebet ist erhört worden. Ich bin dann ab und zu eingeladen worden für ein Seminar von 2 Tagen, 3 Tagen, dann immer wieder mal zu einem Seminar. Dann habe ich selbst Seminare besucht, wo ich vieles gelernt habe und ich bin immer noch am Lernen. Ich bin dankbar für alles, was ich lernen darf. Und dann bei einem von diesen Seminaren, wo ich gelernt habe, war eine Person, eine Japanerin. Wir haben uns dann so kennengelernt, da war nur ein Seminar, wir haben miteinander ausgetauscht. Sie könnte so meine ältere Schwester sein, ist genau in dem Alter von meiner ältesten Schwester. Und sie hat dann irgendwann im Gebet gespürt vom Herrn, ob das sie mich fragen soll, mit nach Japan zu gehen, um dort dann Exerzitien zu geben. Ich hätte mir nie, aber auch nie im Traum vorstellen können oder auch gewünscht, nach Japan zu gehen. Das stand überhaupt nicht in meinen Gedanken, in meinen Plänen. Aber als dieser Ruf, dieser Anruf kam, habe ich tief in meinem Herzen gespürt, das ist richtig. Da wirst du hingehen. Und ich durfte dann dahin gehen, nämlich ganz andere Kultur, anderes Lebensgefühl. Aber welche Freude habe ich dort erlebt, als ich dort gepredigt habe und auch mit den japanischen Brüdern und Schwestern gebetet habe. Tiefe, tiefe Freude. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin auch jetzt noch immer verbunden mit ihnen.
Und ich habe ihnen auch versprochen, dass ich diese Heilige Messe ganz besonders für die Mission, die Evangelisation in Japan feiere. Ihnen, den Japanern, verdanke ich auch vieles an Gebet. Das darf ich auch hier sagen. Jetzt in dieser Zeit, wo dann Reise nicht mehr so möglich ist, haben wir schon ein das andere Mal per Zoom-Konferenz Exerzitien gehabt. Und ich bin dankbar, dass Gott Türen öffnet, dass er Möglichkeiten zur Evangelisation gibt, auch wenn, wie in dieser Zeit, manches scheint sich zu verschließen, Gott öffnet Türen. So wollen wir den Herrn darum bitten, auf die Fürsprache des Heiligen, dieses Tages des Heiligen Franz Xaver, dass er Menschen ruft, dass er sie gebraucht, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden, dass wir nicht nur sagen, Herr, 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 sondern dass wir den Willen Gottes erkennen und mit seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes auch tun können, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.